Und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator. So, in der Folge hier wollte ich ja ein bisschen Aufträge erfüllen, aber bevor ich das mache, würde ich hier gerne drinnen vorerst erstmal wieder diese Boxen abreißen. Warum? Ganz einfach, hier ist überall dieses hohe Gras. Und ich möchte mir erst so ein Rasenmäher leisten, um das hier alles wegzumähen. Ich denke mal, der wird durch das Tor durchpassen, würde ich mal so sagen, dass man einfach die Häufchen besser sieht. Ich denke, das ist ganz vorteilhaft. Hier drüben bei den Hühnern muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme. Oh, da hat eine draußen hingeschissen. Ich sehe es doch. Eins hat draußen hingeschissen. Hier, so was erkennst du nämlich ganz schwer am hohen Gras. Da musst du natürlich schon wegmachen. Ist doch irgendwo hingeschissen. Was ist denn hier? Oh. Warte mal. Ich bin mir, wie gesagt, nicht so ganz sicher mit dem Futter hier. Ansonsten wird das hier eine Todeszone, wenn die das nicht fressen. Weil irgendwann sind sie tot. Auf jeden Fall, wenn die da draußen irgendwas hinlegen, man sieht es nicht gut. Hier wird es gut erkennen. Na, aber hier drüben, nee. So, wir gucken mal. Naja, Futter und Wasser nicht ganz voll, ne? Beim Futter nicht so. Kann ich aber noch nicht deuten. Wenn ich wiederkomme und ihr habt da wirklich wenig bei den Balken, weiß ich, dass ihr es nicht fresst, dann muss ich das dann verwerten. Weghauen. So. Hinten ist alles frei. So. Einmal querbeet ein, ne? Jo. Fahr mal zu dem Jäger. Fahr jetzt nicht zu dem See, das ist mir zu. Wow. Nicht 10 Minuten, nicht 2 Minuten, 30 Sekunden am Steuer und der erste Unfall. Nicht mal 30 Sekunden. Juhu! Aber ich liebe das so ein bisschen. Du nimmst ja keinen Schaden. Du kannst ja machen, was du willst. Du nimmst ja keinen Schaden. So, beim Jäger muss ich wahrscheinlich vorsichtig sein, ne? Weil wegen Bären und so. Jetzt wäre er ja kein Jäger, wenn er keine Bären wären. Ja, geil. Leg das Ding mal aufs Dach. Super. Meine Güte, bin ich gut im Fahren. Greifen die mich eigentlich im Fahrzeug an? Riechst du die Steigung? Ist das ja? Meine Güte, du. Der macht's aber mit. Wow. Ups. Knapp daneben. Jeha! Juhu! Muss gar nicht lenken. Ups! Einmal gegenlenken. So, komme ich denn am besten zu dem Jäger? Ich hätte beim Laden lang fahren müssen, ne? Ist denn, jetzt bin ich hier näher beim See. Ich fahre nicht zum Jäger. Kannst du knicken? Ich habe mich total verfranst. Ich fahre jetzt lieber zum See. Habe mich umentschieden. Müsste eigentlich auch mal tanken oder so. Oh, was ist denn das für ein Weg? Können wir den? Ist hier was? Das sieht so wirtschaftlich aus. Guck mal, was hier oben ist. Hier ist ein Haus. Ist ja nice. Oh, guck mal. Sind wohl hier die Nachbarn? Grüß Gott. Hä? Kann ich dir helfen, alles Mädchen? Frühstück? Sauber machen? Listige Füchse? Ich würde mal sauber machen, ja? Hallo? Aufgrund meines Alters kann ich mich nicht mehr so gut um meine Ranch kümmern. Könntest du mein Grundstück ein wenig aufräumen? Oh, und würdest du bitte auch die alte Windmühle abreißen? Annehmen. Klar. So, So, Müll beseitigen. Mal gucken, das ist die alte Windmühle. Du bist dran, du altes Ding. Oh, sie sieht so schön aus. Boom. 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 Muss hier oben ran. Nicht. Lass mal reingehen. Biff. Biff. Biff.
Schläf. So. Kommen wir von der Seite, ne? So. Und gut. So, jetzt liegt hier noch Müll rum. Was ein schönes Feld. Kann man dir hier Mais abkaufen? Kann man das? So. Meine Güte, es muss der Müll von Jahrhunderten sein. Gut, sprich mit der Rangerin. Jo, das haben wir ja gut gemacht. Ein leichter Job. Oh, sie haben auch diese moderne Hütte. Kurze Frage. Kann man ihnen die Hühner klauen? So. Saubermachen abgeschlossen. Oh, das gibt richtig Kohle. Sprechen. Frühstück. Machen wir Frühstück. So, mein Kind, würdest du mir bitte Eier und Schweinefleisch für mein Frühstück bringen? Annehmen? Wo finde ich das? Eier geliefert? Schweinefleisch geliefert? Oh, oh! Lass mich raten, ich kann dir nicht deine eigenen Eier wegnehmen. Oh. Ach, das ist ja blöd. Hätte ich lieber das mit den Füchsen genommen, ne? Aber Füchse abknallen? Weiß ja nicht. Ja, jetzt, wir müssen mal gucken, ob es hier bei Best Burger. Ob es da. Naja. Ist da Eier zu kaufen? Wohin? Wie ich das immer wieder hinkriege. Magic. It happens every day. So. Wie sagen wir Hirsch auf dem Weg? Ich meine, ich habe jetzt gut Kohle gemacht fürs Saubermachen. Muss man mal so sagen. Muss ich mal gucken. Ich könnte ja eigentlich auch zum Baumarkt. Und Metall und sowas kaufen. Weil ganz ehrlich, wird gut Kohle gegeben. Frag mich bloß, passt in diesen Hänger hier hinten eine Sau rein? Oh, hallo, Gevatter Pet? Was? Hab ich vergessen. Wo ist er jetzt hin? Wo ist der jetzt hin? Mal gucken, wo der hin ist, der Junge. Ganz nah ran will ich nicht gehen. Da oben ist er. So, warte mal. So, wir lassen ihn so ein, zwei Schritte weggehen. Und dann knallen wir ihn ab. Oder wir fahren ein, zwei Schritte weg und dann knallen wir ihn ab. Geh in den Hügel runter. Ich dachte, du bleibst hier oben. Okay, weißt du. Wo ist die Sau hin? Sie ist ja verschwunden. Ist in den Hügel runtergegangen, ne? Ja, war hier wieder klar, dass der Revolver nicht durchgeladen ist. Was ist denn los mit dir, Junge? Meine Güte, könnte es sein, dass nach jedem Laden der Revolver erstmal nicht durchgeladen ist? Ich lade den immer nach. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel beginne, ist einfach mal der Revolver wieder leer. Was sehr unvorteilhaft ist, wenn man gerade auf Bärenjagd ist. Vor allem diese Fleischstücken, die sehen mal so popelig klein aus. Bringen die Geld? Wirklich?
So. Jetzt ist die Frage die. Kann ich hier an den Bürgermann verkaufen? Nein, ich glaube nicht, ne? Ich denke nicht, dass der Wild und sowas annimmt. Nun gut. Sechs Eier will die Gummi. Wie war das noch? Der Tank ist ja noch halb voll. Ist hier ein Hirsch? Komm, ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg. Wenn hier ein Hirsch ist, würde ich ihn gerne nochmal abknallen. General Store. Wir verkaufen dir den. Okay, wir verkaufen dir den. Was gibst du mir für den tollen Bär? Richtig. Geht alles als wild. Okay, okay. Zwei von denen. Will ich eine Sau zu Hause schon haben? Da müsste ich wahrscheinlich dann... Ich weiß nicht... Eine Sau zu Hause? Die kommt dann immer raus. Da müsste ich dann die Türen... Ich versuch's mal, oder? Wir nehmen eine Sau mit. Kein anderes. Weil ich habe keine Lust, dass die sich jetzt schon vermehren. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dieses Tier hier hinten drauf kriegen. Komm her! Na klar, na, reiß dich los. So. Komm her. Gusto verladen. Eier als erstes war. Was? Ich muss die Sau alleine da? Die kann nicht mit dem. Ausweg ist nicht. Kommt ein Sack daneben. Und hier noch einer. Ist Polsterung. Ich habe einen sehr individuellen Fahrstil, musst du wissen. So. Komm mit, Sau. Wenn du schön fett bist, wusste ich dich. Nee, halt, muss ich gar nicht Schweinefleisch nur liefern, ne? Also, ich muss dich nicht mal verwursten. Oh, weißt du was? Wir können die Straße nehmen oder Querfeldbürger. Oh, da ist ein Hirsch. Aber ich bin beladen. Oh, ich bin gegen diesen kleinen Stein gefahren. Gegen diesen kleinen Baum. Lichtverhältnisse sind hier ein bisschen blöd. Ah, ich hätte doch lieber die Straße nehmen sollen, oder Schwein? Was sagst du, Schwein? Was sagst du, bin ich ein guter Autofahrer? Hättest du vielleicht recht. Auf meiner Ranch bin ich das. Das ist noch ein Hirsch. Sag mal, bin ich hier bei meiner Ranch richtig? Ja. Ich weiß nicht, bei Nacht wirkt das hier alles so total unvertraut. Weil hier so viele Hirsche sind und ich die eigentlich immer abknalle. So. Hä, willst du mich veralbern? Bin ich an der Ranch? Ich bin an der Ranch vorbeigefahren. Ich hab's doch gewusst. Viel zu viele Bäume. Hier wird's baumlos. Das könnte mein Ranch sein. Sag mal, ihr wollt mich doch voll veralbern. Lichtverhältnisse grottig. Als könnte ich nicht eine Scheune in der Ferne erkennen. So. So. Problem ist bloß Sau. Sag's dir, wie es ist. Ich habe noch kein Futtertrupp für dich.
Nein, 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 du kommst mal schön mit hier. Sau, komm mit. So, Sau. Freilassen. So, jetzt brauchen wir Holzplanken. So ein Mist. Ich könnte jetzt schlafen gehen. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht, wie lange die Sau ohne Futter aushält. Und ohne Wasser. Deswegen... Entschuldigung, würdest du bitte umfallen? Danke. Also wir müssten ja schon einen Trog hinstellen und so. Oh, die nimmt mir das übel, wenn ich... Wenn ich die jetzt nicht mit Futter oder Wasser oder sowas, mit irgendwas schon mal versorge, nimmt mir die Sau das übel. Ich meine, ich könnte der das Futter auch einfach auf den Boden klatschen, oder? Aber wenn ich die Tröge schon habe, dann will ich das nicht auf den Boden klatschen. Aber kam hier nur zwei raus? Ernsthaft? Kamen da nur zwei raus? Das ist ja schäbig. So. Puppe auch noch teuer, ne? Der war auch noch so sauteuer. So. Bäume werden langsam knapp hier hinten. Ja, da, da, da. Mach die Tür auf, Junge. Keine Zeit für langes Rumgespiele. So. Gut, Sau, pass mal auf. Wo ist die Sau hin? Ist schon wieder abgehauen. Ich brauche echt Türen. Die Säue hauen mir ab. Achso, das reicht eh noch nicht. Das reicht eh noch nicht. Halbfertigen Scheune. Ja, wie weit kann sie wegkommen? Da muss man so. Und wenn nicht gerade ein Bär in der Nähe ist, ein Fuchs wird eine Sau nicht angreifen. Komm. Komm mal hin. Zack. So. Ich glaube, das war der Wasserdruck, den ich jetzt fertiggestellt hätte, ne? Jo. Ich hol mal Wasser. Wo ist die Sau? Sau, Wasser gibt's drinne. Ist keine Freilandsau, also. Gut, Wasser hast du schon mal. Würdest du es bis morgen früh aushalten ohne Futter? Ich frage für einen Freund. So, wie sieht das hier aus? Oh ja, es wird weniger. Sehr schön. Hier liegen auch Eier rum. Pass auf, Sau. Futter gibt's morgen früh, okay? Du hast jetzt erstmal Wasser. Wenn du mal geh mal schlafen. Und selbst wenn sie stirbt, kann die doch immer noch verwursten, selbst wenn die tot ist, oder? Mach mal bitte hier das Licht aus. Das stört mich. Das stört mich schon die ganze Zeit, dass das Licht an ist. Sau! Hast du getrunken? Ja, gut, gut. Feine Sau. Kriegst noch was zu futtern? Brauche ich auch wieder 16, ne? So. Dass ich immer nur einen Stamm tragen kann.
Ein Mann kann ein ganzes Haus bauen, aber nur einen Stamm tragen. Geht da Spiele, da kann man zwei tragen. So. Zack. Dann brauche ich Türen für das Ding. So. Dun. So. Zack. Das läuft hier. Das läuft. So. Jetzt alles mit dem Auto holen bringen. Ich weiß. Jetzt alles mit dem Auto holen können. Aber hey, ein bisschen Lauferei muss auch sein. So, Sau. Du kriegst jetzt noch einen Trog. Aber wie kann es eigentlich sein, dass es hier... Ist es hier nass drinne? Wie kann das sein? Sau. Du kriegst gleich noch einen Druck. Versprochen. So, du musst hier nicht um ein Auto herum umeiern. Hier ist echt feucht drinne. Feuchtgebiete hier. In der Scheune, weil sie keine Türen hat. So. Wählen wir diesen Baum hier. Und danach heißt es Sau versorgen. Den Hühnern was geben. Dein Sack müsste ich dann noch übrig haben, ne? Und natürlich die Frage ist, wenn man viele Säue hat, ob dann ein Trog wirklich reicht. Ja. Zack. So. Bisschen Holz auf Tasche. So. Zack. Reicht das schon? Mal gucken. Hier kannst du eigentlich auch mal wieder betanken. Ist er leer? Nee, ist er nicht. Ja. Zack. Du Sau, pass auf. Oder Trog. Ah, noch ein paar übrig. Sehr schön. Leg mal hier mal aus. Pupp. Für die Sau gibt's Futter. Aber ich kann mir nicht glauben, dass die Sau da rankommt, du. Sau? Wo bist du, Sau? Wo ist das Tier? Bleibt das nicht mal in der Nähe oder so? Muss das so weit weglaufen? Wo ist die Sau? Ich wusste nicht, dass... Schweine so läufig sind. Da, hier. Bis hier rausgelaufen. Vielen Dank. Komm mit. An die Leine. Komm mit. Zeig dir, wo dein Futter ist. Ist hier wirklich Tore und so. Ja, genau. Reiß dich los. Sicher. Komm mit. Komm mit, Sau. Komm mit. Kann ich wahr sein. Ja? Das hier. Ein Lebensraum. Kommt doch da niemals ran. Die kommt doch da niemals ran. Bei dem anderen stand für einen Hühnerstall. Ja? Wasser und Futter.
Wo ich echt nicht glaube, ey. Aber mach mal das Lämpchen aus. Es nervt. Wo haben wir das? Futtertrog? Den habe ich hier gebaut. Wassertrog habe ich hier gebaut. Kleiner Wassertrog, für der für Hühnerställe geeignet ist, ne? Ein kleiner Trog, der für Hühnerställe geeignet ist. Das ist eine Lampe. Das ist kein Trog. Es gibt nur diese vier Arten von Trögen. Von Behältern, wollte ich sagen. Also, die Sau muss lernen, von da oben runter zu fressen. Das wird schwer. Hey, halt, ich wollte den Hühnern auch noch was geben. Ich stell den erstmal hier ab. Und den zweiten. Gehen wir zu den Hühnern hin. Und geben denen jetzt auch noch was. Das draußen, das müssten sie ja langsam mal gefressen haben, oder? Da ist nicht mehr so viel. Ja, genau. Alles vollgeschissen. Einfach mal alles vollgeschissen. Die beiden die ganze Zeit da oben festhängt, gefällt mir übrigens auch nicht. Ich glaube, ich muss euch jetzt mal da runterheben. Seid mir ein bisschen zu... Naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Aufheben. In den Korb legen. Korb, Korb, Korb. Schön. Die bleiben hier. Könnt ihr sie noch ein bisschen begutachten, bevor ich sie an die Alte verscherble und die eure Babys frisst. Naja, da. Gut. Hätten wir das auch? Sau, warum bist du schon wieder draußen? Geh rein, friss. Friss nicht. Wenn du stirbst, gibt's Ärger. Ja, das kannst du wissen. Gibt's echt Ärger. Gut, ja, es ist wieder super Wetterlage. Also Ranch Simulator, muss ich wirklich sagen. Wetter Simulator wäre ein besserer Name. Es regnet hier immer. Es regnet einfach immer. Es ist wirklich nervig, wie häufig es hier regnet. Ist das so eine schlechte Gegend? Ist das so eine verkommene Gegend? So. Ja, ich denke, für die heutige Folge soll es das gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und würde mich verabschieden. Also, auf Wiedersehen. Reingehauen.